Assalamu alaikum. Die zweite Sache, welche uns um Stufen erhöhen wird, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ist Ifsha'us Salam. Die Verbreitung des Friedensgrußes. Jener Friedensgruß, mit dem die Wächter des Paradieses, die Paradiesbewohner, in Empfang nehmen werden. وَقَالَ خَزَنَتُهَا. Und ihre Wächter, die Wächter des Paradieses, werden sagen zu den Paradiesbewohnern, Salamun alaikum, Friede sei auf euch, طِبْتُمْ, ihr seid gut, فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ, so tretet ewig in das Paradies ein. Der Friedensgruß, den uns unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam beigebracht hat, wenn ich sage, Assalamu alaikum, bekomme ich 10 Hasanat. Sage ich Assalamu alaikum wa rahmatullah, bekomme ich 20 Hasanat. Und sage ich Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bekomme ich 30 Hasanat. Einfach nur, weil ich den Friedensgruß ausgesprochen habe. Unser Gebet schließen wir ab mit dem Friedensgruß. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wir sehen, dass also Allah subhanahu wa ta'ala und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam von uns Muslimen verlangen, dass wir immer, egal wo wir sind, ob wir im Gebet sind, ob wir das Paradies betreten, ja Rabb, wenn wir uns alle zu den Paradiesbewohnern gehören lassen, ja, oder ob wir auf der Straße sind, dass wir immer diesen Friedensgruß verbreiten. Weil der Islam nämlich die Religion des Friedens ist. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er sagt, Al-Muslimu min salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Der Muslim ist derjenige, vor dessen Zunge und Hand andere Menschen unversehrt bleiben. Wenn ich den Friedensgruß ausspreche, dann haben die Menschen das Gefühl, ah, da ist jemand, der ist mir gegenüber friedlich gesinnt. Der grüßt mich. Die Ängste vergehen erst einmal. Und deswegen gehört es zu den besten Taten eines Muslims überhaupt, dass er den Friedensgruß ausspricht gegenüber denjenigen, die er kennt und gegenüber denjenigen, die er nicht kennt. Ja, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat es sogar aufgezeigt, dass eine Zeit kommen wird, wo die Menschen nur noch diejenigen grüßen werden, welche sie kennen. Einmal hat jemand, ich glaube, das war Abdullah ibn Mas'ud gewesen, gegrüßt nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und Abdullah ibn Mas'ud, er hat gesehen, der grüßt ihn nur, weil er ihn kennt, weil er ihn beim Namen gerufen hat. Und dann meinte er, Subhanallah, das ist ein Zeichen der Stunde, dass die Menschen nur noch diejenigen grüßen werden, welche sie kennen. Und da sehen wir, wie wichtig diese Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist. In unserem Alltag. Und wie wichtig es ist, dass gerade wir Muslime ganz bewusst, egal wo wir uns befinden, immer versuchen, den Friedensgruß auszusprechen. Ich betrete einen Bus, ich muss nicht sagen, Assalamu alaikum, kriege ich gleich Angst, der Busfahrer, aber ich kann sagen, guten Tag, ist irgendein Abwund, Friedensgruß. Ich betrete einen Warteraum, ich sage, guten Tag. Das sind Etiketten, die verloren gegangen sind. Leider auch gerade unter vielen Jugendlichen, die das nicht mehr kennen. Ich treffe jemanden am Abend auf der Straße, ich sage einfach, guten Abend, was ist das Problem? Er fühlt sich gleich viel besser. Das ist die Sunna, die uns unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam beigebracht hat. Ich treffe meinen Nachbarn in einem Hochhaus. Er grüßt mich nicht, aber ich grüße ihn extra und bewusst. Das ist die Dawah. Was sagte unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er sagte, keiner von euch wird das Paradies betreten, oder ihr werdet das Paradies nicht betreten, ehe ihr nicht glaubt. Und ihr werdet nicht glauben, ehe ihr nicht einander liebt. Soll ich euch nicht auf etwas hindeuten? Wenn ihr es macht, dann werdet ihr einander lieben. Afshus salama bainakum. Verbreitet den Friedensgruß unter euch. So einfach. Eine ganz einfache Sache. Du kommst als Ehemann am Abend nach Hause. Es gibt manche, die grüßen nicht einmal mehr. Das Erste, was du tun solltest, ist grüßen. Geh zu deiner Frau. Geh zu deinen Kindern, grüße sie. Du bist verstritten mit einem Bruder, mit einer Schwester. Du redest vielleicht seit Jahren nicht mehr mit deiner leiblichen Schwester. Sei du die Bessere.
und fang mit dem Gruß an. Sagt nicht unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wa khayruhu man ladhi yabda. Und der bessere von beiden ist derjenige, der anfängt mit dem Gruß. Der Gruß ist ein Recht. Ist nicht einfach eine Sunna, ist ein Recht eines Muslims. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zählt 6 Rechte eines Muslims gegenüber seinem Bruder auf. Und dazu gehört, dass wenn er dich grüßt, du grüßt zurück. Dass du zurückgrüßt. Das ist ein Recht, eine Pflicht. Und es ist verboten, dass ich meinen Bruder mehr als 3 Tage lang meide. Wie ist es dann, wenn ich ihn schon 3 Jahre lang gemieden habe? Ihm einfach aus dem Weg gehe, grüße. Gib wenigstens dieses Recht. Ifsha'us salam. Erhöht dich um Stufen. Denk immer daran. Jedes Mal, wenn du das tust, wirst du um eine Stufe erhöht. Jedes Mal. Einfach nur mit dem Wort Assalamu alaikum. Und in diesem Sinne, meine lieben Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alles Gute. Möge Allah Ta'ala uns zu den Ahl-Salam gehören lassen.